In unserem Beruf ist es halt so, dass du immer wieder früher selber, man hat mir viel Verletzungen gehabt und immer wieder werden Spieler verletzt und du hoffst halt immer, dass es bei dir nicht passiert in diesem, so wie es jetzt passiert ist beim Flummi, dass ich habe jetzt keinen weiteren Einblick. Ich weiß, dass er heute operiert wird, das habe ich der Presse entnommen. Und klar. Wir wollen uns ja auch treffen. Ah, das darf man gar nicht offiziell sagen, sondern nicht, dass noch jemand kommt mit einem Fotoapparat. Nein, wir wollen uns irgendwo treffen, dann jetzt vor Weihnachten, weil es schon 10 Jahre ist, dass wir zusammen gespielt haben in Berlin, im Pokal. 10 Jahre ist das schon daher. Jetzt habe ich die schon 10-Jähriges. Und ich habe mit dem Flunge regelmäßig Kontakt. Und jetzt muss man halt einfach mal abwarten. Es ist einfach so. Wenn es reparabel ist und wenn es keine Spätfolge hat, das wird immer passieren im Fußball. Aber nicht, ich hoffe halt, dass es reparabel ist. Schön ist es nicht, wenn man es hört.